So, dann auch nochmal von mir herzlich willkommen. Ich will jetzt zum Ende des ersten Teils mal ein bisschen über GitHub Actions reden. Daniel hat da ja gerade einen recht guten Übergang schon für mich gebaut in die Richtung. Ein bisschen erzählen, was sind GitHub Actions überhaupt und wie verhält sich das dann eben mit Azure? Wie kann man seine Infrastruktur deployen und das ein bisschen, ja, ein bisschen einfacher und unkomplizierter? Genau, kurz zu mir. Ich bin Nico Meisenzahl. Ich arbeite als Senior Cloud DevOps Consultant bei der WhiteDuck und arbeite so im Bereich Kubernetes, Containerization, DevOps. Also unterstütze unsere Kunden auch so auf dem Cloud Native, auf der Cloud Native Journey. Ja, die nächsten 20 Minuten, was will ich euch da erzählen? Zum einen erstmal ein bisschen kurze Einleitung zu GitHub Actions. Was ist das überhaupt? Dass wir uns einfach ein bisschen auf denselben Stand kommen, dann wie kann ich GitHub Actions mit Azure nutzen oder gerade in Bezug auf Infrastructure Deployments. Dann will ich euch ein bisschen unseren Weg aufzeigen, wie wir das in der WhiteDuck machen, was wir da gebaut haben, was uns allen so ein bisschen das Leben vereinfachen kann, also ein kleines Open-Source-Projekt von uns. Und dann will ich als letzten Punkt einen kurzen Ausblick geben, wie auch ihr euch eure GitHub Actions, eure Pipelines dann ein bisschen an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte einfach kurz reinschreien. Ich kann nicht auf den Chat zugreifen. Das heißt, wenn irgendwelche Fragen im Chat hochpoppen, bitte einfach kurz reingrätschen. Genau. Erster Teil kurz ein bisschen zu GitHub Actions. Also was sind GitHub Actions eigentlich? GitHub Actions sind im Prinzip die Möglichkeit, meine Automatisierung direkt in GitHub, in meinem GitHub-Projekt auszuführen. Das heißt, meine CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, Pipelines direkt in meinem GitHub-Projekt zu versionieren, also dort zu committen, aber auch eben dort voll integriert laufen zu lassen. Das heißt, wie wir es eigentlich mit Azure DevOps kennen und den Pipelines, wir haben Zugriff in der UI direkt auf unsere Logs. Das ist im Prinzip hier, was wir auf dem Screenshot schon, der linke Teil. Wir sehen unsere Live-Logs, wir sehen die Logs von unseren Builds, von unseren Deployments. Wir haben aber eben auch so nette Möglichkeiten, wie wir auf der rechten Hälfte des Bildes, dass wir wirklich bei einem Merge-Request gleich sehen können, okay, ist der Code, den wir hier gerade als Merge-Request einbringen wollen, macht er welche Probleme, hat er alle Tests durchgelaufen? Das heißt, wir haben wirklich, egal an jeder Stelle in unserem GitHub-Repo, immer die Integration auf unsere Automatisierungspipelines. Da ganz wichtig, die GitHub-Actions, so eine Pipeline, nennt sich vom Wording Workflows. Das heißt, wenn ich jetzt von GitHub-Action-Workloads rede, ist das im Prinzip dann eine Pipeline oder ein Workflow ist eine Pipeline in unserer GitHub Action. Genau, ich zeige das dann auch gleich nochmal im Anschluss in der Demo, wie das dann aussehen kann. So, was haben wir für ein paar Vorteile mit GitHub Actions? Wir können GitHub Actions natürlich triggern, wie jede andere Pipeline, die wir so kennen, CI/CD Pipeline. Das heißt, wir können sagen, okay, wenn jemand auf einen Branch pusht, auf einen bestimmten oder auf alle Branches soll ein bestimmter Workflow gestartet werden und ausgeführt werden. Wir können aber noch einen Schritt weitergehen und das ist ein Riesenvorteil von den Actions, ist eben, dass wir auf jegliche GitHub-Events gehen können. Also wir können zum Beispiel sagen, wenn jemand ein Issue erstellt hat, soll ein Workflow getriggert werden. Wenn jemand ein Pull-Request gestellt hat, soll ein Workflow getriggert werden. Also stellt sich vor, jemand stellt einen Pull-Request und es läuft dann vielleicht ein Workflow durch, der im Prinzip den Code checkt, irgendwelches Linting macht, Testing macht und so weiter. Also ich kann wirklich auf jedes Event, was ich in GitHub habe, einen Workflow legen. Wie gesagt, Pull-Request, Milestone, vielleicht ein Release, wenn ich ein Release mache und meine Version release, dass ich dann vielleicht nochmal irgendwelche Zusatztätigkeiten, irgendwelche Zusatzjobs durchführen will. Das heißt, ich bin hier wirklich komplett flexibel und kann, ja, meine Workflows in jegliche Richtung automatisieren. Wenn ich über die GitHub-Welt hinaus möchte, habe ich auch natürlich die Möglichkeit, das auch basierend auf Webhooks zu machen. Das heißt, ich kann auch von außerhalb GitHubs meine GitHub-Action-Workflows triggern über Webhooks. Das heißt also auch, wenn ich irgendwo, ich weiß vielleicht nur irgendein Teilprojekt in Azure DevOps liegen habe, kann ich trotzdem bei jeder Zeit meine GitHub-Actions im Nachgang triggern und irgendwelche Follow-Steps ausführen. Oder den Build habe ich noch in Azure DevOps, das Deployment mache ich aber schon mit GitHub-Actions. Das heißt, dann kann ich da einfach auch über Webhooks agieren. Neben dem ganzen Event-Driven Scheduling habe ich dann natürlich auch ganz normales Scheduling. Das heißt, ich kann natürlich auch da an jeder Seite sagen, ich will jeden Sonntag um so und so viel Uhr immer meine Pipeline automatisiert triggern.
Ist auch gerade in der Containerwelt gerade ganz interessant. Ich will vielleicht irgendwelche Security-Scans auf meine Images machen oder ich will meine Images neu bilden, um Security-Issues zu fixen, kann ich das eben weekly oder monthly einfach durchführen. Dann ein weiterer extrem wichtiger Aspekt bei den Actions ist, dass die ganzen Actions Community-powered sind. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, meine Actions aus verschiedenen kleinen Schnipseln, nenne ich sie jetzt mal, zusammenzubauen. Und diese kleinen Schnipsels nennen sich Actions, also eine Action oder mehrere Actions. Die kann ich im Prinzip, da bietet mir GitHub ein paar, da bietet mir zum Beispiel Azure auch welche, wie wir es hier sehen, zum Beispiel die Deploy to Azure oder ja auch den Deploy to Kubernetes auf den AKS dann später. Wie ihr hier seht, gibt es aber auch ganz, ganz, ganz andere Actions. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, zum Beispiel auf Amazon deployen, auf Google Cloud zu deployen. Ich kann irgendwelche Third-Party-Tools nutzen. Das heißt, ich habe hier wirklich eine extrem große Auswahl an Actions, an kleinen Jobs, die ich in meiner Pipeline nutzen kann. Wie gesagt, welche sind von GitHub, andere sind von Azure, andere sind von irgendwelchen Third-Party-Herstellern. Wir in der Weiterkam, wie gesagt, auch, da rede ich später noch drüber, schon Actions bereitgestellt. Das heißt, da gibt es wirklich eine sehr, sehr große Range von, ich muss lügen, ich glaube aktuell knapp über 3600 verschiedenen Actions, die mich eben dabei unterstützen können, meine Prozesse zu automatisieren. Und das ist hier wirklich immens wichtig. Das heißt, ich habe hier wirklich die große Auswahl. Ich kann jeden, annähernd jeden Use Case damit abdecken. Und sollte ich einen Use Case, warum auch immer, nicht abdecken können oder ich würde ihn gerne anders abdecken, habe ich auch die Möglichkeit, eben mir meine eigenen Actions zu bauen und die dann vielleicht auch der Community als Open Source bereitzustellen. Dazu habe ich dann am Ende eben nochmal eine Slide zu. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil. Dass es halt wirklich sehr schnelllebig ist, sehr community-driven und ich eigentlich jeden Use Case schon irgendwie abhandeln kann. Ja, das Ganze ist natürlich auch ganz einfach zu nutzen. Hier auch nochmal ein Beispielbild. Die Pipelines definiere ich in Code, das heißt, die schreibe ich in YAML. Wenn ihr die Azure DevOps YAML-Pipelines kennt, ist die Syntax recht ähnlich. Es ist nicht ganz identisch, aber man findet sich da recht schnell zurecht. In dem Beispiel haben wir jetzt, wie gesagt, dann eben hier unter Steps, Zeile 8. Ich gucke mal, dass ich schnell meinen Laser bekomme. Genau. Hier unter Zeile 8 haben wir die verschiedenen Steps, die wir dann durchlaufen. Und hier als Beispiel in dem Bild, hier wieder mit dem Schaubild, kann ich dann hier eben diese Steps mit meinen GitHub Actions erweitern. Also wirklich sage, okay, ich will das, was ich hier oben gebaut habe, jetzt zu Azure deployen, jetzt auf Kubernetes deployen, jetzt nach Amazon deployen oder nach Google oder irgendein Third-Party-Tool nutzen, um etwas auszuführen. Das heißt, ich habe hier wirklich die volle Auswahl und kann mir das auch ganz einfach zusammenklicken. Es ist auch so, wenn ich das über die GitHub UI mache, habe ich da auch einfach die Möglichkeit, dass ich gleich auf der rechten Seite die Infos habe und ich kann da wirklich Drag and Drop mir meine Actions zusammenbauen. Also wirklich eine ganz, ganz leichte und ganz nette Integration, dann auch wenn man anfängt damit, kommt man da recht, recht schnell zurecht. So, wie funktioniert das Ganze jetzt mit Azure? Wie gesagt, auch da gibt es eben die verschiedensten Actions. Es gibt den GitHub Marketplace, in dem ich meine ganzen Actions finde. Das ist im Prinzip das linke Bild hier. Und dort kann man eben nach den verschiedensten Actions suchen. Ich habe da jetzt einfach oben mal Azure eingegeben und dann kommen auch wieder da einige, in dem Fall 60 Results, die alle irgendwas mit Azure zu tun haben. Und da sieht man auch wieder zum Beispiel links oben die Azure Web App oder die Azure Login Action, das sind im Prinzip Actions, die von Azure bereitgestellt wurden. Es gibt aber auch, wie ihr in dem Screenshot seht, eben jegliche andere Hersteller, die eben oder auch Einzelpersonen, die hier als Open Source Lösung eine Action bereitgestellt haben. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Infrastructure Deployment denke und eben auch hier in Richtung ARM Templates denke? Das heißt, meine Infrastruktur automatisiert mit ARM Templates bereitstellen will in der Azure Welt. Das ist aktuell so, dass es für die ARM-Action von Azure ja keine eigene Action gibt. Das heißt, ich muss mir das zusammenbauen. Ich muss als erstens mein Code auschecken, ich muss ein Login machen und kann dann im Prinzip die Azure CLI-Action nehmen und dann ganz normal über die Azure CLI mein Deployment erstellen, die Parameter mitgeben und das eben deployen. Und das ist ein Punkt, wo wir eben als Weitag angesetzt haben, gedacht haben, das geht doch vielleicht ein bisschen schicker, das geht doch vielleicht ein bisschen schöner. Und haben eben zwei verschiedene Actions gebaut, die euch da eben so ein bisschen das Leben erleichtern sollen. Das Ganze ist Open Source. Die Actions sind auch selbst auf GitHub
GitHub gehostet, das heißt, ihr kann jeder nutzen, gerne Issues mit einbringen, Features mit einbringen bei Bedarf. Also das ist das als Open-Source-Projekt zu sehen. Wir haben zwei Actions gebaut, die machen prinzipiell dasselbe, verhalten sich aber ein bisschen anders. Lass mich da kurz was zu sagen. Auf der linken Seite haben wir im Prinzip, da seht ihr hinten dran ein kurzes JS, das heißt, das ist eine JavaScript-basierte Action, hat den Vorteil, ist, das ist im Prinzip so die Grundsprache, wenn man Actions schreibt, also die bevorzugte, ist einfach eine ganz schnelle Action, tut das, was sie soll und ist eigentlich für den normalen Use Case gedacht. Das heißt, ein schneller Run dieses eines Jobs und Durchführung dieses Jobs. Hat aber den Nachteil, dass ich eben als Dependency einige Sachen habe. Ich brauche eben Node.js, damit ich die JavaScript-Action überhaupt laufen lassen kann. Ich brauche die Azure CLI und noch so ein paar Requirements. Aus dem Grund haben wir eben noch die zweite Action gebaut, auf der rechten Seite, die auf Docker-Containern oder auf Container-Technologie basiert, was den Vorteil hat, dass diese Action self-contained ist. Das heißt, wenn ihr eben, was ihr auch machen könnt, euch einen self-hosted Runner implementiert, das heißt, dass ihr eure GitHub-Workflows nicht in der Cloud, sondern oder nicht hosted bei GitHub, sondern vielleicht in einer eigenen VM gehostet oder in einem eigenen Datencenter laufen lassen möchtet, ihr damit die Möglichkeit habt, eben diese self-contained Container-Action laufen zu lassen, wo ich dann nicht um irgendwelche Dependencies kümmern muss, die ihr vorher auf diesem Build-Host installieren müsst. Das heißt, das sind so diese zwei Wege. Das Ganze ist auch hier unten der Link, das hat Laura vorhin beschrieben, das vom zum Azure Dev College auch nochmal der Link. Wie gesagt, diese Partner-Initiative, wo wir das Ganze auch nochmal detailliert beschrieben haben. Das heißt, da findet ihr auch nochmal die Vor- und Nachteile der einzelnen Actions. Prinzipiell tun sie aber genau das Gleiche. Ja, damit würde ich jetzt gerne einfach mal das kurz live zeigen in einer kurzen Demo, wie das aussehen würde. Ich habe hier ein kleines Sample-Projekt erstellt auf GitHub. Ist nicht viel drin. Im Prinzip haben wir hier nur eine kleine Azure Deploy JSON, die nicht viel macht. Ich kreiere hier unten im Prinzip eigentlich nur eine Container-Instance und lasse darin den Container laufen. Das heißt, wir haben danach wirklich gesagt, eigentlich nur einen kleinen Container, mehr nicht. Dann haben wir hier noch ein Parameter-File, wo ich ein paar Angaben mache, wie zum Beispiel, welchen Container möchte ich laufen lassen, sollte auf Linux laufen, wie sind die CPU-Memory-Werte, die ich angeben muss. Und da würde ich vorschlagen, wir passen da jetzt einfach mal irgendeinen Wert an. Wir sagen jetzt, wir wollen jetzt gerne ein Gigabyte an Memory haben. Geben hier eine kurze Commit-Message. Ich committe das jetzt einfach aus der Schnelligkeitshalber direkt auf den Master-Branch. Und was jetzt passiert, ist, dass im Hintergrund schon meine Action losläuft und eben das Ganze umsetzt. Zeige ich euch gleich. Ich will nur gerade die Zeit nutzen, weil es ja, wie gesagt, ein bisschen dauert. Aber wir sehen es hier schon hier an diesem kleinen Böppel, der ist jetzt gelb. Das heißt, die Action läuft schon im Hintergrund. Lasst uns aber erst kurz einmal die Action selbst anschauen, wie die aussieht oder der Workflow aussieht. Es gibt hier in dem Unterordner .github Workflows, liegt eben der ganze Workflow in dem Fall, wo eben meine Workflow beschrieben ist und auch eben meine Actions hinterlegt ist. Was passiert hier? Gehen wir mal kurz durch. Ich mache kurz ein bisschen größer. Als erstes haben wir hier eine Trigger, das heißt, wir führen diesen Workflow immer aus, wenn bei einem Push. Das ist jetzt natürlich einfach dem Use Case geschuldet, dass ich wollte, dass die immer losläuft. Wir geben den Namen. Dann geben wir hier so ein paar Umgebungsvariablen an. Das ist halt einfach immer die Ressource-Gruppe, in die wir deployen wollen, das Template-File und das Parameter-File aus unserem Projekt, aus dem Root-Folder. Und dann hier unten haben wir im Prinzip die Jobs, die wir durchführen wollen. Sagen ihm hier nochmal, wo wir das Ganze laufen lassen wollen. In dem Fall möchten wir das bitte auf dem gehosteten Ubuntu-Runner laufen und beginnen dann hier eben für unseren Deploy-Job die einzelnen Steps zu definieren. Was haben wir hier? Im ersten Schritt checken wir unseren Code aus. Ganz klar, wir brauchen ja unseren Code, um mit dem zu arbeiten. Das heißt, wir nehmen hier die GitHub-eigene Action und checken den Code aus. Dann kümmern wir uns im Prinzip um den Login. Wir müssen uns einmal authentifizieren mit unserer Subscription. Das passiert über die Login-Action und über ein Secret, was wir im Projekt hinterlegt haben. Das heißt, auch da ist für die Security gesorgt. Das heißt, man legt das Secret einfach in den Projekt Settings ab und kann dann hier drauf verweisen, ohne das eigentliche Credential kennen zu müssen. Und dann haben wir hier den Unterschied. Das heißt, das hier ist die Azure CLI Action, die es auf dem Markt gibt.
wo wir dann anfangen könnten, mit einem Inline-Skript eben loszulegen und zu sagen, okay, wir machen ein Deployment, wir geben die Resource Group mit, wir geben das Template-File mit und wir geben hier noch die Parameter mit. Ist recht unübersichtlich, ziemlich lange. Und da ist eben, wo wir jetzt reingegriffen haben, gesagt haben, wäre es nicht schön, wenn wir da eben nochmal eine eigene Action zu hätten, die uns dann ein bisschen das Leben einfacher machen würde. Wie gesagt, die hier oben ist auskommentiert, einfach nur zum Verständnis mit dabei. Das hier unten ist dann jetzt eben die Action, über die ich gesprochen habe. Das heißt, wir haben hier die Azure Arm Action, die JavaScript-basierte, geben deren Namen. Und das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen hier unten noch einmal die Resource Group definieren, die Template Location definieren und die Parameter definieren. Das kann ein File sein, das können aber auch einzelne Parameter sein. Also da nutzen wir genau dieselbe Syntax, wie auch die CLI versteht. Das heißt, ich kann das auch mischen und kombinieren. Wenn ich das denn gerne möchte oder wenn ich Secrets übermitteln muss, will ich die vielleicht nicht in meinem Parameterfall stehen haben. Das heißt, da geht beides. Und mehr muss ich nicht angeben. Es gibt noch ein paar optionale Parameter für Advanced-Szenarien, aber prinzipiell war es das. Das heißt, hier diese 6 Zeilen reichen eben im Prinzip, um mein ARM-Template zu deployen. Dann schauen wir kurz mal die Action rüber. Auch hier oben einmal sehen wir, wir haben unsere Actions. Hier sind unsere Workflows. In dem Fall haben wir nur einen Workflow hier in der Seite. Hier könnten dann aber auch mehrere sein. Und hier sehen wir schon, ah, okay, unser Memory Change wurde durchgeführt. Können wir draufschauen. Sehen wir so, würden ja Artefakt sehen, wenn wir denn welche hätten in diesem Fall. Wir gehen jetzt hier dann auf die Stage und können dann hier nochmal sehen, dass alles durchgelaufen ist. Auch unsere ARM-Action, unser ARM-Deployment ist gelaufen. Wir haben die ganzen Informationen hier auch nochmal im Log, können das nochmal nachvollziehen, was passiert ist. Genau. Wenn wir jetzt kurz mal in meine Subscription rüberschauen und einen Refresh machen, sollten wir jetzt hier eine Container-Instance haben. Genau. Ich hatte die vorher gelöscht, dass er jetzt wirklich einmal eine neu erstellt hat. Und wenn wir uns hier die Action jetzt einmal, die Container-Instance einmal kurz anschauen, haben wir jetzt hier auch eine kleine IP-Adresse und auf der IP-Adresse sollte jetzt auch auf dem Port 8080 eine Demo-Anwendung von uns laufen. Genau. Hier einmal der Fred. Unser Firmenlogo. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip die Anwendung gerade in Container Instances in Azure deployed. Genau, das heißt, so das wäre so unser Weg, ein bisschen die Community zu unterstützen und einfach ein bisschen das ARM-Deployment mit GitHub Actions ein bisschen zu vereinfachen. Ich hoffe, das ist was, was ihr nutzen könnt. Könnt ihr gerne auch Feedback zugeben. Als letzten Punkt, bevor ich fertig bin mit der Vortrag, wollte ich jetzt noch mal kurz ein paar Infos geben, wie ihr eure eigenen Action bauen könnt. Nicht in die Tiefe, einfach nur ein kurzer Überblick. Wie gesagt, als erstes müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr eine containerbasierte Action bauen oder eine JavaScript-basierte Action? Wie gesagt, das sind einfach so die Use Cases. Bei JavaScript ist wahrscheinlich ein bisschen schneller, zumindest so lange, bis der Container nicht lokal auf dem Runner bereit liegt. Ihr habt dann mit Containern die Vorteile, eben alle Dependencies mit reinzupacken in den Versionen, die ihr braucht. Dann müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr die Action public stellen oder wollt ihr die vielleicht nur für euch intern privat nutzen? Auch das geht. Also ihr müsst eine GitHub Action nicht public in den Marketplace stellen, um sie zu nutzen. Das heißt, kann man auch jederzeit einfach nur für sich, für einen ganz speziellen Use Case bauen und den dann intern in den Projekten nur zu nutzen. Es braucht so eine Action-YAML im Projekt, mit der man eben so Metadaten beschreibt, das heißt so Details, Brandings, gibt einfach die Informationen, die dann im Marketplace stehen. Man muss definieren, welchen Input und welche Outputs braucht die GitHub Actions und eben Runtime-Details, wie zum Beispiel, welche Node.js-Version braucht die Action oder soll sie in Containern laufen und dann basierend auf welchem Image. Genau, wenn ihr euch dafür entscheidet, eine Public Action in den Marketplace zu stellen, geht das im Prinzip über das ganz normale Release-Feature, was wir von GitHub kennen. Das heißt, da erkennt GitHub automatisch, ah, das ist Code von einer Action und dann habt ihr eine Checkbox, könnt ihr einfach selektieren und sagen, ja, ich würde die jetzt gerne bitte auf den Marketplace releasen. Und dann hier unten einfach nochmal kurz den Link, wo das einfach nochmal detailliert beschrieben ist, wo Beispiele drin sind und ihr dann wirklich sehen könnt, wie ihr da starten könnt und eure eigenen Actions bauen könnt. Genau, damit wäre ich schon wieder am Ende. Ich weiß nicht, ob jemand Fragen hat.